Herzlich willkommen hier aus dem Automotodrom Grobnik hier in Kroatien. Für euch mache ich heute den Test oder beziehungsweise den Vergleichstest meine Erfahrungswerte zwischen der Honda Fireblade CBR1000 RR-R und der Yamaha R1, RN65, RN49, RN32, was auch immer. Ich habe ja die Yamaha jahrelang gefahren. Es war ja so mein Motorrad, mit dem ich mich sehr gut ausgekannt habe. Und jetzt genau seit einem Jahr habe ich auf die Honda gewechselt. Sprich, ich fahre jetzt ein Jahr Honda und bin diverse Rennstrecken damit gefahren und habe schon einiges damit erlebt. Und das möchte ich mit euch heute in diesem Video teilen. Bleibt dran. Entschuldigt mal bitte hier die Sonnenbrille, es blendet ziemlich stark. Wir haben hier Ende September und es ist relativ warm. Leider ein bisschen windig, wodurch auch die Hundenzeiten so ein bisschen gedroppt sind. Aber im Moment geht es ganz gut, hier das Video für euch zu halten. Die Honda ist ein komplett anderes Motorrad wie die Yamaha. Viele fragen mich immer, ja, wo ist denn der Unterschied? Und das ist eigentlich was, was ich nicht in 2 Minuten beantworten kann, weil die Unterschiede so gravierend sind. Die Honda ist grundsätzlich ein Motorrad, und das weiß jeder, das siehst du an den Daten schon, das viel, 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 viel mehr Leistung hat. Nicht nur an den Daten, sondern die Realität davon ist sogar noch stärker in Form von Leistung. Die Yamaha ist eine, die ein bisschen nach unten streut mit der Leistung, und die Honda hat halt eigentlich das, was halt angegeben ist. Und das merkst du in Form von Geschwindigkeit. Allerdings merkst du das nicht in Form von Beschleunigung, weil die Honda durch ihre konstante Drehmomentverlauf relativ konstant in der Leistung ist, speziell in der Kit-Elektronik. Und wir vergleichen hier Kit-Motorräder, also sprich Rennstreckenmotorräder, mit originaler Kit-Elektronik. Das fühlt sich anders an und fährt anders wie eine Straßenelektronik. Eine Straßenelektronik bei der Honda, das haben viele schon von den Tests mitbekommen, die ist untenrum sehr schwach und kommt dann obenrum stark, und das ist halt in der Kit-Version nicht mehr so. Ist das ein sehr linearer Leistungsverlauf, eine sehr lineare Leistungsentfaltung, die sehr gut dosierbar ist, und sie ist vor allem, und jetzt kommt der Punkt, sehr unspektakulär. Das heißt, du merkst eigentlich gar nicht, dass du auf dem Moped sitzt, das viel, viel mehr Leistung hat als eine Yamaha, aber du siehst es dann in Form, wenn du auf einer Geraden bist und dann halt einfach an der Ducati V4R vorbeifährst und denkst dir so, gibt der nicht ganz Gas oder so. Nee, das ist die Honda, die wahnsinnig, wahnsinnig viel Leistung hat. Und das ist natürlich schon mal ein riesen Pluspunkt gegenüber der Yamaha. Das ist aber nicht immer gut. Es kommt so ein bisschen auf die Strecke drauf an, und zum nächsten, wie kann ich das überhaupt irgendwo umsetzen? Weil nicht jede Strecke ist dafür überhaupt gedacht, das umzusetzen. Und dann kommt es auf den Riding-Style und auf den Fahrer drauf an, wie gut kann er das überhaupt? Mir kam das im Endeffekt stark zugute, weil ich mit der Yamaha immer das Problem hatte, dass ich auf der Geraden halt von allen möglichen ausbeschleunigt worden bin und dann in den Kurven mit viel Risiko vorbeifahren müssen. Und deshalb, das Problem habe ich jetzt mit der Honda nicht mehr. Das bringt mich eigentlich schon zum negativen Punkt der Honda im Verhältnis zur Yamaha. Wenn mich einer fragt, was fährt leichter um die Kurve, und das ist im Serienzustand und das ist im nicht überarbeiteten Kit-Zustand definitiv die Yamaha, die leichter ums Eck fährt. Die Yamaha ist ein bisschen gefühlt leichter, obwohl die Gewichtsunterschiede marginal sind, also relativ gleich, das spielt eigentlich gar keine Rolle, aber die Yamaha fühlt sich leichter an, wenn es in puncto Richtungswechsel, in puncto Kurvengeschwindigkeit, in puncto Radienführigkeit, da ist die Yamaha einfacher zu fahren. Da fühlt man sich auf der Honda wie auf einem Motorrad, was einfach länger ist, sie ist auch länger, stabiler ist, ein bisschen störrischer ist, was wiederum aber auch Vorteile mit sich bringt, da komme ich aber gleich noch drauf. Und das ist was, was ich am Anfang bei der Honda nicht so gut klarkommen bin, weil es halt diesen typischen Corner Speed, den ich halt mit der Yamaha gewohnt war und auch geliebt habe, nicht machen habe können. Das ging einfach nicht. Das heißt, ich musste das Potenzial rein auf der Geraden ausschöpfen, und das war nicht so einfach. Dementsprechend war ich am Anfang eigentlich langsamer wie mit der Yamaha. Oder je nach Strecke gleich schnell, aber zum Beispiel Almeria, das Video habt ihr gesehen, im Februar 2023, da war ich massiv langsamer als mit der Yamaha, und das hat mich dann schon ein bisschen gekränkt, weil ich gesagt, okay, schade eigentlich, ne? Und dann wusste man nicht so richtig, wo wir hin sollten. Also war das Ziel so ein bisschen, das Motorrad Kurven williger zu machen, Radien führiger zu machen, ein bisschen mehr Schräglagenfreiheit, mehr Kurvenspeed zu generieren, das haben wir auch geschafft. Das ist aber was, was ich in einem anderen Video gerne mal detailliert erkläre, was wir an der Balance, an der Geometrie verändert haben bei der Honda, um quasi den Kurvenspeed der Yamaha in die Honda zu pflanzen. Das haben wir geschafft, das haben wir bewiesen. Ich bin jetzt grunde genommen von den Rundenzeiten her schneller als wie in der Yamaha, um einiges schneller geworden, teilweise 1 bis 1,5 Sekunden im Durchschnitt, je nach Rennstrecke. Und das ging vorher mit der Yamaha nicht, weil ich jetzt natürlich die Leistung ausnutzen kann, aber auch den Kurvenspeed zurück habe. So, dann ist natürlich
was für die Yamaha spricht, ist der Motor im Sinne von dem Drehmoment. So, weil bei der Yamaha ist es nicht so entscheidend, ob da 1.000, 2.000 Umdrehungen hin oder her am Scheitelpunkt, da kannst du viel kompensieren, im Zweifel kannst du auch mal mit einem Gang höher fahren. Das ist bei der Honda nicht ganz so einfach, da musst du schon schauen, dass die Besetzung passt. Da musst du wirklich am Drehzahlband sein, damit das, auch wenn im Kit-Bereich die Elektronik das zulässt, dass das Motorrad sehr harmonisch beschleunigt, trotzdem musst du schauen, dass du vom Drehzahlband ein bisschen höher bist, wie mit der Yamaha. Da war die Yamaha unkomplizierter. Also, ob jetzt im zweiten oder dritten gefühlt war es irgendwie gleich schnell, weil halt das Drehmoment von unten raus da war. Was mir aber einen Nachteil von der Yamaha gebracht hat, als schnellerer Hobbyfahrer, war das Thema Grip. Durch das, dass das Drehmomentverhältnis von der Yamaha sehr abrupt und sehr aggressiv kam, wodurch die Yamaha sich auch sehr stark anfühlt, obwohl sie von der Leistung her gar nicht so stark ist, aber dadurch der Hinterreifen vielleicht immer so ein Stück weit auch überrascht worden ist von dieser Leistungsentfaltung der Yamaha. Was hier bei diesem Motorrad, das mehr linearer ist, nicht der Fall ist, weil du gefühlt so ein bisschen früher aufziehen kannst und langsameren sogenannten First Touch der Leistung am Hinterrad hast und dadurch gefühlt oder auch tatsächlich mehr Grip generieren kannst und der Reifen somit ein bisschen mehr Zeit kriegt. Und dann habe ich auch angefangen, meinen Fahrstil so ein bisschen zu verändern in puncto Stützgas anlegen. Also ich habe gelernt, mit der Honda die Bremse früher loszulassen, früher das Stützgas anzulegen. So ein bisschen 600er Style würde ich jetzt fast behaupten, wo man das Motorrad im Charakteristikbereich Motor bewegen muss. Also du musst wirklich schauen, dass du das Motorrad bei Schwung hältst. Also nicht so stark abstechen, nicht so spitz fahren, sondern so ein bisschen von der Motorcharakteristik her ein bisschen runder. Obwohl natürlich das steife Chassis schon spitz bewegt werden will mit auf der Bremse einlenken und so weiter. Thema Bremsstabilität hat die Honda ganz klar die Nase vorne. Also das ist einer der mit der Motorleistung der größte Mehrwert gegenüber der Yamaha ist die Bremsstabilität. Das ist zum einen durch das längere Motorrad, durch das stabilere Motorrad, gefühlt stabilerer Rahmen. Inwiefern das physikalisch tatsächlich so die Unterschiede sind, das können wir alle nicht beurteilen. Allerdings macht es durchaus den Anschein, als wenn die Honda einfach viel stabiler ist vom ganzen Chassis. Und die rückwärts drehende Kurbelwelle bei der Honda. Und das ist was dir quasi ganz viel Gewicht aufs Hinterrad beim Anbremsen bringt und du dadurch einfach wahnsinnig viel Stabilität in das Motorrad bringst. Wohingegen ich bei der Yamaha quasi beim Anbremsen immer schon im leichten Slide ausbrochen bin oder eher stärkeren Slide, was natürlich fahrerisch auch cool war, aber es hat mich vielleicht nicht so schnell gemacht. Und hier ist es bei der Honda schon da, wo du wirklich so spät bremsen kannst, dass du sagst, Alter, das ist ja eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Und trotzdem das Motorrad so stabil ist, ohne Schlenkerer, ohne Wackler. Und du kannst so einen hohen Kurveneingangsspeed fahren, das ist wirklich brachial. Was aber im Zuge dessen auch wieder für die Yamaha spricht, ist zum Beispiel die Moderbremse. Speziell hier mit der 2022er Kit-Elektronik ist die Moderbremse bei der Honda ein bisschen schwach. Da wünsche ich mir mehr und da hatte die Yamaha mehr. Speziell im letzten Drittel oder letzten Viertel zum Scheitelpunkt auf der Bremse hatte ich die Yamaha so ein bisschen zum Scheitelpunkt reingezogen über die Moderbremse. Das macht die Honda nicht. Da, wenn ich Maximum Motorbremse fahre, dann habe ich immer so das Gefühl, das Hinterrad pusht mich ein bisschen so Richtung Scheitelpunkt und deswegen muss ich auch extrem rund fahren und kann dann nicht mal nochmal so eng reinziehen und abrichten, also hochrichten und beschleunigen, sondern musst du ein bisschen das mit der wenigeren Motorbremse so ein bisschen mitkalkulieren. Das ist am Anfang eine Überraschung, wenn du von Yamaha kommst und gehst auf die Honda, dann hast du das Gefühl, am Kurveneingang am Anfang, dir hängt jemand die Kette aus. Da ist ein großer Unterschied. Jedoch soll angeblich, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, weil ich es noch nicht gefahren habe, die 2023er Kit-Elektronik soll das Problem behoben haben. Aber da spricht ganz deutlich für die Molo-Bremse, spricht für die Yamaha. Also in dem Stand 2022, sage ich jetzt mal, 2023, wie gesagt, kann ich noch nicht beurteilen. Grundsätzliche Herangehensweise Elektronik finde ich bei, also die HRC Kit Elektronik finde ich sehr interessant. Das ist natürlich so ein bisschen was für die Nerds, da kann man sehr viel einstellen. Traktionskontrolle, Slide Control, Schräglagenabhängigkeit, also nicht nur am Motorrad selber, sondern wirklich auf der Software. Und das ist höchst umfangreich. Also die HRC Kit Elektronik ist höchst umfangreich, ist jetzt für den einen oder anderen Hobbyfahrer auf keinen Fall zu nutzen, sage ich jetzt mal, man muss die wirklich damit auseinandersetzen. Aber macht wahnsinnig viel Spaß, da speziell bei Strecken, wo der Grip unterschiedlich gut oder unterschiedlich schlecht ist, dass du wirklich speziell in tiefen Schräglagen die Elektronik so mitregeln lässt, dass du wirklich auf der Elektronik fahren kannst, sie hörst, sie spürst. Und das ist für mich
ein deutlicher Faktor gewesen, warum ich auch mit der Honda schneller war, weil ich das Vertrauen ab dem Kurven oder ab dem Scheitelpunkt, ab dem, wo ich das Gas anlege, ab dem Moment, wo ich das Gas nach hinten drehe und ziehe, viel mehr Grip generiert habe und auch der Vortrieb schon dann besser war. Ja? Und das in Kombination war schon auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ansonsten ist das Motorrad sehr unkompliziert. Ich bin jetzt ein Jahr damit gefahren, habe 10.000 Kilometer drauf gefahren. Es hat noch nie was gefehlt. Das Einzige, was wir machen, dann Bremsbeläge wechseln, Ketten, Rad, Ritzel und Kette und Ölwechsel. Alles andere haben wir nicht gemacht, braucht man anscheinend auch nicht. Temperaturtechnisch ist es auch besser als die Yamaha, trotz Vaginalkühler. Also da hast du das Problem nicht, dass du da einen Mords-Kit-Kühler brauchst. Gibt es da nicht. Die wird nicht zu warm. Da kommst du rein, du fährst draußen bei 76, 77 Grad und dann kommst du rein und dann geht die hoch auf 98 Maximum und das war's dann eigentlich. Also das hat Honda wirklich im Griff, muss man ihnen nicht lassen. Das war bei der Yamaha immer ein Thema, da musst du immer schauen, sofort abschalten, ja nicht zu warm werden lassen, weil die wird, kocht da sofort hoch, speziell ohne Lüfter im Kit-Bereich. Alles in allem hätte ich im Nachhinein, wenn wir es ehrlich unter uns sagen, hätte ich gern nach wie vor noch mal ein bisschen mehr Handling von der Yamaha in der Honda drin, aber das Grundmotorrad, speziell der Motor, speziell die Bremsstabilität, speziell die Elektronik, das in Kombination hätte ich schon gern von der Honda. Nur ein bisschen mehr Handling hätte ich noch gern das von der Yamaha da reingepflanzt. Aber wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, Yamaha oder Honda, würde ich in dem Fall die Honda aus dem Grund nehmen, weil ich schneller damit geworden bin. So, ich denke, das ist ein anderes Video, um da nochmal balancetechnisch drauf reinzugehen, was ich bei der Honda alles gemacht habe und wieso, weshalb, warum. In Form von Fahrwerk, Geometrie, Höhen, Offset-Änderungen und so weiter. Also haben wir einiges geändert, damit es funktioniert. Und es sind da auch viele Erkenntnisse gekommen, wenn es einmal schaut, sind die IDM. Gut, Honda ist jetzt deutscher Meister. Ne? Wenn wir schauen, die Superbike sind sie schneller geworden, EWC sowieso, da waren sie schon immer schnell. Aber es hat sich einiges entwickelt. Man muss dazu sagen, die kam raus 2020, mitten im Corona-Jahr. Da wurde einfach erst einmal nicht viel gemacht damit. Und deswegen hat es so ein bisschen gedauert, bis das Motorrad jetzt auf den Stand ist. Und jetzt sind die eigentlich schon sehr weit gekommen. Und jetzt ist es auf jeden Fall etwas, was man als schneller Hobbyfahrer oder Hobbyfahrer auf jeden Fall wählen kann. Und ich denke, da mischt Honda jetzt richtig mit. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Motorrad, bin schneller geworden und ich denke, allein das ist eigentlich schon der Grund, warum das auch nachvollziehbar und plausibel ist, ohne jetzt irgendwie Schönrederei. Ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe da kein Problem mit irgendjemandem. Ich muss auch ganz klar sagen, dass ich mit der Yamaha jahrelang schnell war und jahrelang viel Spaß hatte und nach wie vor gerne das leichte Handling vermisse, immer noch ein bisschen. Aber es gibt so viele Punkte, die quasi für die Honda sprechen und deswegen ist auch die letzten 12, 13, 14 Monate auf jeden Fall ein Fortschritt gewesen und bin sehr froh um die Entscheidung. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen vielleicht mit der Yamaha, mit der Honda oder mit der BMW, mit der Carver, was ihr auch gerade fahrt, Ducati, Aprilia, was ihr für Erfahrungen im Verhältnis zu anderen Motorrädern habt. Wir dürfen natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern immer Äpfel mit Äpfel. Jedes Motorrad hat seine Berechtigung, jedes Motorrad ist schnell in der IDM, in der Alpe Adria, wo auch immer. Es kommt ein bisschen auf den Fahrstil drauf an, was man investiert in Form von Know-how, Knowledge und Können und Wissen und auch Geld. Im Großen und Ganzen schreibt es jetzt trotzdem rein, gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, wenn euch das gefallen hat. Abonniert auch natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir hören das Video jetzt auf, sonst fliegen wir jetzt schon langsam weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.